Hallo zusammen, ich begrüße euch. Heute haben wir Freitagabend, pünktlich 19 Uhr. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Und ich muss mal eben. So, okay. Sonst hättet ihr mich noch weiterhin gehört. Erstmal guten Abend alle zusammen. Ich warte noch mal 2 Minuten, bis ein paar Leute mehr sind. Ach, okay, der Chat, der füllt sich langsam. Ja, könnt ihr mich gut hören? Wenn ihr mich gut hören und gut sehen könnt, einmal die 1 im Chat drücken. Ist einfacher als ein Daumen hoch oder ein Daumen hoch oder die 1. Wenn nicht, die 2 und ein Daumen runter. Schön. Das sieht wunderbar aus. Die 1 kommt sehr, sehr oft, also könnt ihr mich gut hören. Ja, also ich habe ja jetzt den Chat ein bisschen früher angekündigt. Ich hoffe, ihr habt bekannt oder ihr habt vorher Bescheid bekommen, wann der Chat stattfindet. Wirklich darauf vorbereitet habe ich mich heute schon, aber ich habe keine Themen rausgesucht. Deswegen könnt ihr euch heute ein paar Themen aussuchen und ich gucke mal, was ich dazu sagen kann und was wir zusammen daraus machen. Ja. Okay, hat denn einer irgendwelche bestimmten Fragen? Könnt ihr ja mal reinschreiben. Ich bin jetzt Systemtrainer, okay. Systemtrainer ist immer wieder gerne genommen. Okay, den können wir gerne nochmal ansprechen. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute heute wieder live dabei sind, die letzte Mal dabei waren. Da haben wir den Systemtrainer ja schon mal ordentlich durchgesprochen. Okay. Jetzt kommt zum Beispiel eine sehr interessante Frage. Kann ich mit einer Chiemsee ein Teelöff einspeisen? Kann ich machen. Ist halt immer die Frage, nur was genau möchtest du damit machen? Also ich kann ja mit einer Tauchpumpe, könnte ich eine Feuerlöschkreiselpumpe einspeisen. Da habe ich mal ein Video zu gemacht, das funktioniert. Nur die Frage ist, wie gut funktioniert das? Also, wenn ich eine Feuerwehrpumpe einspeisen würde über eine Tauchpumpe, würde ich immer über den Tankfüllstutzen gehen. Hat einfach was damit zu tun, dann drücke ich mir oder sauge ich mir den Eingangsdruck oder die Schläuche, die halt am Sammelstück dann dran wären an der Pumpe, dann sauge ich mir die nicht so schnell platt. Also, wenn ich eine Pumpe nehme zum Einspeisen in den Tank, dann würde ich immer über den Tankfüllstutzen gehen. Da müsst ihr halt nur beachten, dass die Siebe, die vorne drin sind, sehr, sehr schnell zu sind. Also die Tauchpumpe so platzieren, dass sie auf gar keinen Fall irgendwelche Algen oder sonstiges mit ansaugt. Gut, jetzt habe ich hier eine Einstellung vorgenommen, dass ich schneller live bin. Also im Prinzip, die Latenz war ja letzte Mal irgendwas so um die 15 Sekunden. Und jetzt glaube ich, ist die so um 3 Sekunden, wenn ich das so sehe. Ich mache mal einen Test. 1, 2, 3. Okay, bei 3 Sekunden, ja, 3, 4 Sekunden. Okay, da ist die Latenz, deswegen ist die Qualität ein wenig schlechter. Was ich dann damit kompensiert habe, dass ich mit der Upload-Qualität hochgegangen bin. Also man kann mich gut sehen, oder? Also merkt ihr den Unterschied zum letzten Mal? Ah, okay, ich dachte, jetzt wäre jetzt eingefroren, aber ich bin noch live. Okay, mal eben gucken. So, 70 Leute im Chat. Qualität ist gut. Okay, dann machen wir einfach mal weiter. Okay, Sache Systemtrainer wurde angesprochen. Was genau wollt ihr denn über den Systemtrainer wissen? Also da müsst ihr jetzt schon die Fragen so ein bisschen genauer stellen.
Okay, jetzt habe ich die erste Frage mal zum Verteiler, also ob ich welchen Verteiler ich vor der Drehleiter einbauen würde, ob ein mit Niederschraubventile oder ein mit Kugelhahn und ob ich den Verteiler dann halt falschrum einbauen würde, damit ich den ja, nachher die Drehleiter entwässern kann. Also ich würde einen ganz normalen Verteiler einbauen, also anders. Ich würde den Verteiler einbauen, den ich gerade habe. Nicht einen Kugelverteiler, und wenn ich einen Verteiler habe mit Kugel drin, also Kugelverteiler, heißt der Kugelverteiler? Also nein, wenn ich einen Verteiler hätte mit Kugelhahn, würde ich einen Verteiler mit Kugelhahn einbauen. Und wenn ich einen normalen Verteiler hätte, würde ich einen normalen Verteiler einbauen. Ich würde nicht falsch rum einbauen, weil das bisschen Wasser, was dann halt rückwärts läuft, ist gar kein Problem. Im Verteiler selber sind keine Rückschlagklappen drin. Ist jetzt nicht so gut, wenn die Ventilteile andersrum beströmt werden, aber na, nach dem Braten nicht fett beim Entleeren. Was ich schon machen würde, ist vor dem Verteiler ein Druckbegrenzungsventil einbauen. Jetzt hat mich jemand gefragt, wenn ich einen Vordruck bekomme vom Hydranten oder vom anderen Fahrzeug, ob ich grundsätzlich über den Tank fahren würde. Nein, würde ich grundsätzlich nicht machen. Ich habe da eine ganz klare Trennung. Wenn ich Mannrohre betreiben will, also alles Rohre, die jetzt festgehalten werden von Leuten, würde ich hingehen über den Tankfüllstutzen fahren. Dann bin ich immer Herr über meinen eigenen Druck. Und wenn ich einen Monitor betreiben will, ein Monitor hat ja, hinter der Pumpe in den Schläuchen extremst hohe Druckverluste. Da würde ich hingehen und den Vordruck vom Hydranten nutzen. Also da würde ich direkt einen Pumpeneingang machen über das Sammelstück, damit ich den Vordruck nutzen kann, um einen höheren Ausgangsdruck zu bekommen. Ja, was sind die absoluten Fails, die man machen kann als Maschinist? Ja, da gibt es einige, aber grundsätzlich muss man sagen, viele Sachen, ja. Da kann der Maschine nichts für. Da denkt er in der Sekunde vielleicht nicht dran, weil halt eine stressige Einsatzsituation sind. Aber was Fails angeht, da gibt es unfassbar viele Sachen. Also ich werde regelmäßig immer angeschrieben, wenn mal, das ist passiert, was kann das sein, wo ich denke, schwierig. Ja, ganz klarer Maschinistenfehler, aber das Thema Maschinist sein ist sehr, sehr komplex. Ich bin ja seit Jahren dabei. Mich da halt relativ tief reinzufuchsen, aber es gibt so viele Sachen, die ich schon gehört habe. Also Fails, spezielle fallen mir da gar nicht zu ein. So. Ja, das Druckbegrenzungsventil baue ich vor der Drehleiter halt ein, damit ich, wenn ich extremst hohe Drücke habe, über 16 Bar, dass die halt rausgehen und entwässern würde ich über den Verteiler. Ja, also ich würde einen Verteiler nehmen, um die Drehleiter zu entwässern. Also was mir auf jeden Fall fehlt, ist jemand, der mir die ganzen Fragen vorliest. Ja? Und da kann ich dann einfache Antworten darauf. L2BC, BC, Doppel, B, C, BC. Ah, okay. Cool. Also der Autoschecker 1995, sehr gute Frage. Und zwar hat er gefragt, welchen Verteiler oder welchen Typ vom Verteiler. Wir wissen, es gibt zwei Verteilertypen. Es gibt einen ganz normalen B-Verteiler, also B-Verteiler. Also einen ganz normalen Verteiler B, C, B, C. Ja, den kennen wir alle. Und er hat jetzt gefragt, wie sieht es denn aus mit dem Verteiler B, B, C, B, C. Wisst ihr, was ich meine? Warte mal, so ein Ding habe ich da. Ich hole da mal eben. Gib mir mal eine Sekunde. Jetzt machen wir wieder Magic. Jetzt geht die Tür hier wieder auf. So, bin ich in der Katakomben gewesen. So, muss ich mal gucken, ob man das Ding ordentlich sieht. Machen wir eine andere Kameraeinstellung. Welche war's? Gesamtsichtkamera 3, 4.
Genau, okay. Ja, jetzt sieht's man. Ja, jetzt sind wir da oben. Hallo, grüßt euch zusammen. Hab ich die Tür wieder zu? Ja. So, okay. Also, nochmal, um auf die Frage zurückzukommen. Ich wurde gefragt, wenn ich eine Drehleiter einspeise. Und wir machen dann immer so, vor den 35-Meter-Schlauch, der halt den Leiterpark hochgeht, packen wir einen Verteiler rein, damit man der Schlauch, also im Prinzip, na, so rum sieht man das. Also der Schlauch, der hier weggeht, also der Schlauch, der hier weggeht, geht halt hoch zur Drehleiter. So, und dann ist das halt so, dass ich dann, wenn ich die Drehleiter zurücknehme, hierüber den Schlauch dann entwässern kann. Und ich wurde jetzt einfach gefragt, oder jetzt gerade gefragt, was für Verteiler würde ich nehmen? Würde ich einen Verteiler nehmen, der hier einfach, warte mal, stopp, drehen wir mal um. Muss mal gucken, dass ihr das seht. Das ist ein Verteiler mit zwei B-Eingängen. Dann habe ich B, B, C, B, C. Und dann kriegt man ja noch den normalen Verteiler mit nur einem B-Eingang hier. Und die Frage war jetzt, nur ein Verteiler, der hier B hat, dann C, B, C oder B, B, C, B, C. Mein Gott, was kompliziert. Okay, ich würde ganz klar diesen Verteiler empfehlen. Und das ist, warum ist das so? Okay, warum würde ich jetzt ganz klar diesen Verteiler empfehlen? Das hat einfach damit was zu tun. Man muss sich jetzt vorstellen, ich fahre ja, warte mal, ich gehe mal auf die andere Kamera. Die Kamera, ganze Gedöns habe ich noch nicht gekoppt. Das wäre jetzt die. So, komme ich wieder. Nee, das ist falsch. Warte mal, dann machen wir wieder das. Genau. Ah, dann haben wir wieder. Ah, so, ne, so haben wir wieder schick. Sonst habe ich nur den Ausschnitt. Okay. Warum würde ich jetzt hier den Teiler oder den Verteiler hier empfehlen? Er hat jetzt folgenden Hintergrund. Wenn man überlegt, die Druckverluste, die ich habe bei solchen hohen Volumenströmen, also ein Monitor gibt ja 1600 Liter ab die Minute, und die Volumenströme, die ich da habe, da habe ich extremst hohe Reibungsverluste. Bedeutet, mein Pumpenausgangsdruckmanometer hat einen Ausgangsdruck von 16 Bar. Was aber effektiv am Abgang ankommt, also ich habe da, wo ich meinen B-Schlauch ankuppe, ja, der Druck, der ist meistens schon 2 bis 3 Bar geringer. Also heißt im Prinzip, effektiv kommen da nur noch 13 Bar raus. Und dann jeden Schlauch, den ich da dran habe, klaut mir noch mal einen halben Bar, der Verteiler noch mal einen halben Bar. Und teilweise reicht es da wirklich nicht aus, wenn ich keinen Vordruck habe von mir dran, weil es nicht möglich ist, reicht es nicht aus, um die Drehleiter noch mit dem benötigten Druck zu versorgen. Und da ist natürlich so ein Verteiler schön, ja, weil wenn ich jetzt hier zwei B, also ich gehe hin an der Pumpe, zwei Abgänge und bis hier hinten hin teile ich den Volumenstrom auf, also hier ein B-Schlauch und da ein B-Schlauch drauf und dann die letzten 35 Meter gehe ich auf einen B-Schlauch, habe ich extremste Vorteile, was die Druckverluste durch Reibung angehen. Dann komme ich hier an dem Verteiler schon mit 5 Bar mehr Druck an, die ich dann nutzen kann, um auf den Leiterpark hochzufahren. Das habe ich sehr weit ausgeholt. Ich hoffe, man konnte es verstehen. Und ich habe da ein Video zu. Ich gehe mal eben rüber. So, ich bin jetzt mal drüben. Ich suche jetzt parallel natürlich ein Video. So. Gut. Und also in dem Video wird jetzt im Prinzip gezeigt, wie hoch der Druckverlust ist, wenn ich einen Drehleiter über Monitorbetrieb einspeise. Wir haben Eingangsdruck gehabt von 5 Bar, sind dann hingegangen, haben die Pumpendrehzahl so weit hochgefahren, dass wir dann irgendwo bei, Entschuldigung, jetzt war ich irritiert, jetzt habe ich auf den falschen Monitor geguckt, dass wir halt den Eingangsdruck irgendwo bei 1,5 Bar hatten. Das ist ja so der Mindesteingangsdruck, den ich immer so haben will. Und dann haben wir einen Ausgangsdruck gehabt von 15 Bar und dann sieht man halt, wie hoch wirklich die Druckverluste durch Reibung sind bei solchen hohen Volumenströmen. So, und Video ab. Sekunde, ihr werdet es nicht hören. Okay, und Video ab. Wir starten mit einem Ausgangsdruck von circa 15,5 Bar. Haben dann effektiv am Abgang noch circa einen Druck von 13,5 Bar.
Dann haben wir 20 Meter Schlauchleitung, haben dann nach 20 Meter Schlauchleitung ca. 13 Bar. Dann kommt nochmal eine 20 Meter Schlauchleitung, haben dann vor dem Verteiler ca. 12,5 Bar, hinterm Verteiler ca. 12 Bar. Bei einer Wasserabgabe von 1700 Liter circa und am Monitor haben wir noch circa 4 Bar. Okay, also, jetzt gehe ich wieder rüber. Konnte man das so ungefähr verstehen, was ich genau meinte? Also wenn ihr sagt, also ihr habt verstanden, was ich meinte, dann macht mal eine 1 und wenn nicht, eine 2. Ja, so schreibe ich, jo. Ist immer sehr schwierig zu erklären. Ne? Ich war jetzt froh, dass ich so einen Verteiler da hatte. Da wusste man zumindest, was für einen Verteiler ich meine. 1, okay. Dann hoffe ich, damit konnte ich die Frage beantworten. Ich muss mal eben rübergehen, da eben was einstellen. Weil ich sehe nämlich meine Anzeigemonitor nicht mehr. Und den Monitor brauche ich, damit ich sehe, dass alles hier glatt läuft. Super, das freut mich. Konntet ihr verstehen? Jetzt geht natürlich die ganzen Fragen gehen weg. Okay, der Freddy S. Grüß dich erstmal, Freddy. Der Freddy S. hat was zum freien Einlauf gefragt bei den Fahrzeugen. Also viele Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, aber wo stehe ich jetzt Verteiler hin? Okay, freier Einlauf ist mir natürlich ein Begriff und ich meine, seit Anfang diesen Jahres ist das so. Freddy, sag mir mal was dazu. Anfang diesen Jahres, ne? Warte, ich muss mal hier wieder drücken, da. Oh. Was zum Thema TSA? Ja, kann ich. Okay, also, ich darf mich nicht über den Chat immer so ablenken lassen. Okay, Freddy, jetzt nochmal zu dir, zu deiner Frage. Du, also der Freddy für alle, der Freddy hat gefragt oder hat gesagt, ich soll mal was über den freien Einlauf bei den Tanks sagen. Sieht jetzt mittlerweile ja so aus, dass Fahrzeuge, die ich meine, seit Anfang dieses Jahres ist die Umstellung gewesen, dass Fahrzeuge, die jetzt halt neu beschafft werden, über einen freien Einlauf im Tank verfügen müssen. Es ist natürlich die Frage, freier Einlauf im Tank, wie soll ich das jetzt erklären? Ich habe da keine Grafik zu und das ist echt schwer zu erklären und ich möchte jetzt nichts hier auf den Zettel schreiben. Ich brauche vielleicht nochmal so eine Flipchart hier im Hintergrund. Also im Prinzip, wie mache ich das denn jetzt? Gehen wir mal bei Paint verzeichnen? Soll ich bei Paint verzeichnen? Okay, ich versuche mal was bei Paint zu zeichnen. Wenn ich bei Paint verzeichnen soll und ihr meine geilen Zeichenkünste über der Maus sehen wollt, gebt mal eine 1 im Chat. Okay, alles klar, sehe ich schon. Leute, ihr wolltet. Okay, dann bin ich jetzt hier drüben mit meinem geilen Zeichenmonitor. Dann öffne ich jetzt mal Paint. Die Frage kam übrigens auch von einem Kameraden, der hat gesagt, nutze doch einfach Paint. Da dachte ich so, okay. Ne? Also ich sag mal, irgendwann habe ich vielleicht auch mal so einen Grafikmonitor, oder wie heißt der? So, okay. Also, ich zeichne mal, warte mal, habe ich denn? Heiliger Bimba, jetzt habe ich meine Maus. Okay, da. Okay, ich zeichne mal. Ich zeichne wirklich, ja. Also das ist jetzt hier nicht so, dass das hier schön werden soll. Also ich habe meinen Tank. Den Dick habe ich da meine Linie. So, ich habe hier meinen Tank. Heiliger Bimbam. Ja, da kann man mal sehen, ne? Ein geiler Tank, ne? So. Und jetzt sieht es halt so aus, dass aktuell, oder nicht aktuell, viele Hersteller machen das schon lange so mit dem freien Einlauf, aber mittlerweile sieht es ja so, oder früher sah es ja so aus bei vielen Herstellern, nicht bei allen, aber dass es halt so war, dann habe ich hier meine Tankverleitung gehabt. Das ist hier so ein Rohr, einfach hier so in den Tank reingegangen. Dann war dann hier mein B-Schlauch dran, der dann halt hier, mal eben gucken, so, der ist immer sehr dick. So, da kann man Wasser hier irgendwo aus dem Hydrant
Ja, die Leitung und dann ging das dann halt hier in den Tank rein. Soweit kann man das verstehen, glaube ich, ne? Und jetzt hat man halt gesagt, irgendwann Trinkwasserschutz und was nicht alle, wir müssen uns da weiter einfallen lassen. Und dann, Freddy, ja, jetzt hör auf. Ne? In Kunst hätte mir eine Eins gegeben. Ihr sagt mir gleich, was für eine Note ich bekomme, aber erst nachher. Ja? Also erst, wenn ich fertig bin, dann könnt ihr mir eine Note dafür geben. Okay, auf jeden Fall, so sieht das jetzt halt aktuell aus. Ja, also jetzt wird der Schlauch seitlich rein und das kann hier, ich mache mal hier den Wasserspiegel, ne? So, der Wasserspiegel ist hier drin, so, das ist hier alles Wasser, ne? Und alles ist wunderbar. So, und jetzt sieht das halt so aus mit dem neuen Pumpeneinlauf. Jetzt gehe ich mal separat hin, mache das mal so. Jetzt habe ich hier einen Tank, also hier den Tank hat man gesehen und jetzt, genau. Jetzt lösche ich das einmal. So, machen das einmal löschen hier. Wir gehen einmal hin. Also, das ist klar. Merkt euch das Bild. So, das wird jetzt hier gelöscht. So, und jetzt sieht halt so aus, dass wir jetzt hier wieder hinkommen mit unserer Leitung. Also die Leitung, die Tankleitung war ich rot. Dann gehen wir in den Tank rein. In den Tank gehen wir hoch. Das ist alles ein Rohr. Alles ein Rohr. Alles ein Rohr. Dann kommt hier so ein Bogen. Ja. Bogen kann man sehen. So, gucken. Ja, einen Bogen kann man sehen. Und hier strömt dann unser Wasser rein. Okay. Und bevor jetzt der Tank zu 100% gefüllt ist, läuft er hier über. Ja, also im Prinzip kommt das Wasser niemals mit dem Rohr in Verbindung. Also da muss immer so ein Stück Platz sein. So, und das soll halt einfach gewährleisten, dass das Wasser im Tank niemals hier mit der Leitung in Verbindung kommt und sich dann zurückdrücken kann mit dem Hydranten. Ja, ich hoffe, das konnte man verstehen, ne? Also ich sag mal, so, gesamte Kameraansicht, das ist die String 4. Jetzt seht ihr mich wieder, naja, das ist da oben, moin. Das ist die falsche. String 3 wäre richtig gewesen. So, hier will ich hin. Genau. Ja, so. Jetzt will ich erstmal eine Note für meine Zeichenkunst haben. Ja, gib mal einfach eine Zahl reinschreiben, was ihr mir geben würdet für eine Note für die Zeichenkunst. Gut, ja. Ja, gut. Was das bringt, ja. Gut, es bringt natürlich Trinkwasserschutz, dass kein Wasser unter keinen Umständen zurücklaufen kann. Genau. Und das ist ein freier Einlauf. Und der ist jetzt, ich meine Anfang des Jahres, also jetzt nagelt mich da nicht fest, ist ja aber Vorschrift. Und das heißt, jedes Fahrzeug, was über eine Tankfüllleitung verfügt, da muss die Tankfüllleitung genauso aussehen. Und da könnte ich Kategorie 4 und 5 Wasser mischen. Das ist aber wieder noch eine ganz andere Geschichte. So, dann habe ich die Frage damit, glaube ich, erklärt. Ich gucke die ganze Zeit noch auf meine Zeichnung. Ne? Also ich kann ja die ganze Zeit hier, ha, da. Da sehe ich sie. Genau, ne? Also das ist der freie Einlauf. Gut. Gut, bei dem freien Einlauf brauche ich keinen Rückflussverhinderer, in Anführungsstrichen Systemtrenner mehr. Das ist eine Frage, die ist ganz spannend. Da wurde ich letztes Mal schon gefragt. Also meine persönliche Meinung ist da. Also es ist nur meine persönliche Meinung. Bitte macht euch da noch woanders schlau, wenn ihr das bei euch so weitergeben wollt in der Ortswehr. Wenn an der freien Leitung, also im Prinzip, jetzt muss ich mal eben gucken, wo ist das Ding? Jetzt muss ich mal eben da. So, wenn hier kein Kugelhahn ist, also wenn da kein Kugelhahn ist, dann würde ich sagen, du brauchst keinen Rückfluss, also keinen Systemtrenner, keinen Rückflussverhinderer, Systemtrenner. Ja? Also wenn du über einen Hydranten das Ding aufdrehst, das Wasser hier durch die Leitung reinströmt und du das am Hydranten wieder zudrehst, brauchst du keinen Systemtrenner. Wenn du aber hier einen Kugelhahn dran hast, den du zumachen kannst, dann bin ich persönlich der Meinung, also das ist meine Meinung, bin ich persönlich der Meinung, brauchst du trotzdem Systemtrenner, weil dann das Wasser steht, da irgendwas zurückschwimmen könnte oder irgendwas, dann würde ich das machen. Aber wenn rein der Einlauf ohne Kugelhahn, würde ich sagen, okay, brauchst du keinen Systemtrenner. Gut, jetzt hat der Mangelhaft, der Mangelhaft, gut, auch ein geiler Name, der Mangelhaft hat gefragt, wie hoch muss der freie Einlauf sein? Also wie hoch muss jetzt hier
Ja, also man, warte mal, jetzt muss ich da gucken wieder. Oh, nee, das sieht man gar nicht mehr. Da oben, also ganz am Ende, also meine Hand geht jetzt hier raus, sieht man, ne? Also da ist der Ausschnitt. Aber wie hoch muss der Abstand von dem Rohr und der Wasseroberfläche sein? Und ich habe ja früher mal Gas- und Wasserinstallateur gelernt und da war das so, ein freier Einlauf war dann, wenn der dreimal Rohrdurchmesser hatte. Ja, also sprich jetzt, das ist in so einem Tankrohr, sagen wir, das ist eine 100er Leitung, da müsste 300 mm Abstand zur Wasseroberfläche sein, damit man das als freien Einlauf zählt. Wie es jetzt aber da ist, weiß ich nicht. Ich sage immer dreimal freien Einlauf, das habe ich früher mal gelernt. Vielleicht weiß es einer, schreibt bitte im Chat. Zentimeter. Also der Stefan schreibt, 30 Zentimeter muss der freie Einlauf sein. Ja, also 30 Zentimeter. Also das ist jetzt, ich habe jetzt zweimal eine Bestätigung im Chat bekommen. Dann hoffe ich mal, dass es richtig ist. Ja, ist die Frage halt, wie soll ich im Winter die Schneeketten beim TLF 3000 anbringen? Also da will ich gar nichts zu sagen. Also ich würde Schneeketten grundsätzlich immer an der angetriebenen Achse anbringen, ne? Weil angetrieben, aber da fragt bitte einen anderen. Also vielleicht kann der Chat da helfen. Einfach mal reinschreiben, wie ihr es macht. Gut, eine gute Frage. Was halte ich von der AWR? Also AWR sollte für jeden ein Begriff sein, ne? Oder auch nicht. AWR man baut Schliemann ein und die AWR sieht so aus. Boah, darf ich ein Video hier einblenden von YouTube? Bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Ich glaube mal, das kläre ich lieber rechtlich vorher, bevor ich so ein Video einblende. Aber das ist halt von Schlingmann, die haben eine AWR und die AWR funktioniert im Prinzip so. Gehe mal wieder an mein Zeichentablet hin. So, dann gehen wir mal einmal auf Neu. Ich lösche das ganze Gedöns mal hier. So, eine AWR, die sieht ja folgendermaßen aus. Mache ich mal bei der dicken Pinsel. Mache ich das Ding mal blau. So. So. Gott, warte mal, ich mache nochmal neu. So, dann habe ich jetzt hier hinten, bleiben wir mal grün beim Wassertank, hier ist der Wassertank, ja, so, Wasser. Dann kommen wir hier von meinem Hydranten, so, Wasser aus dem Hydranten, schließen wir hier an. Oh Gott, jetzt wird spannend, ne? So, seitlich hier und dann. Wie male ich denn eine Pumpe? Gott, ey. Muss mich besser vorbereiten. Dann geht halt hier in die Pumpe. Ach du meine Marie, ich hätte es sein lassen sollen. Okay. Boah, ey, tut mir leid, Männer, ey. Soll ich daraus eine Abbruchsituation machen oder soll ich das lieber so lassen? Oder was machen wir denn ihr? Abbruch? Abbruch 1, 2, weitermachen. Macht mal eben, sagt mal eben was dazu. Heilige Maria. So, in der Zeit zeichne ich mal weiter. Okay, ich soll weitermachen. Okay, das Bauteil nenne ich mal die AWR. AWR. So. Ach du heiliger Wehr. Okay, ich mache dann mal weiter. Also, das ist die AWR. Das sieht man ganz klar. Also, hier das Graue ist jetzt hier diese AWR. So, und so sieht es in der AWR aus. Und jetzt sieht es folgendermaßen aus. Wenn ich hier einen Druck habe, kommend vom Hydranten, ja, also Wasser strömt hier aus dem Hydranten und ich habe einen Druck hier am Hydranten von 0,7 bar. Ja, also habe hier einen Druck von 0,7 bar, ist die AWR offen und das Wasser strömt jetzt von hier in die Pumpe rein. Okay, also bei einem Druck von 0,7 bar strömt das Wasser genau wie jetzt die rote Linie ist in die Pumpe.
Sollte jetzt aber die Wassersäule abbrechen, also es kommt kein Druck mehr von 0,7 bar in die Pumpe, passiert jetzt Folgendes. Dann macht dieses Ventil, schaltet halt, warte mal, ich gehe mal wieder zu, ich gehe mal vor. Also, sollte jetzt kein Druck mehr von 0,7 bar an der Stelle herrschen, also die rote Linie, ja, also hier, sollte hier keine 0,7 bar mehr herrschen hier vorne, geht jetzt die Klappe hin und schaltet um, so. Und dann läuft das Wasser aus dem Tank in die Pumpe. Also das gewährleistet, dass ich immer einen Wasserfluss habe in die Pumpe. Ne? Also sollte der Druck von 0,7 bar unterschritten werden, geht automatisch der Tank auf und das Wasser kommt dann aus dem Tank. Ich hoffe, das konnte man so einigermaßen verstehen, was ich da versucht habe zu zeichnen. Ja, ich kann keine Pumpe malen, ich weiß. Okay, also ich hoffe, konnte man verstehen. Also grob gesagt, wenn der Eingangsdruck über den Hydranten 0,7 bar unterschreitet, weil einer mit dem Fahrzeug auf dem Schlauch steht, weil der Schlauch geplatzt ist oder sonstiges, geht die AWR hin und schaltet automatisch um auf Tank. Da ist so eine fette Feder drin, automatisch rum auf Tank und das Wasser wird aus dem Tank gesaugt. So, und jetzt war ja, so jetzt erstmal erklärt, was ist überhaupt eine AWR? Und jetzt meine Meinung dazu. Brauche ich nicht. Also ich nutze keine AWR. Schlingmann, Top-Fahrzeuge, bin ich ganz, ganz großer Fan von, muss ich wirklich sagen, aber die AWR brauche ich nicht. Ich gehe über den Tankfisch putzen, da habe ich dasselbe und ich habe keine Druckschwankungen, wenn der mal umschlagen sollte. Also, ne? Also sag mal, ich komme jetzt vom Druck von 7 bar und der Schlauch reißt ab. Ja, dann wird der Tank sofort umschalten oder wenn da ganz viel Druck auf einmal reinkommt in die AWR, dann kriege ich einen höheren Ausgangsdruck und bis ich das alle nachgeregelt habe, dauert das immer. Und deswegen gehe ich grundsätzlich hier, ich bin immer der Fan, wenn Mannrohre dran sind, gehe ich grundsätzlich über den Tankfisch stutzen, weil egal, was der Zubringerschlauch für Druckschwankungen hat, ich bleibe immer her über meinen eigenen Druck, weil ich davon befreit bin, weil ich immer aus dem Tank mit gar keinen Druck frisch ansauge und mir 100% meinen eigenen Druck produziere. Verhindert man damit Kavitation? Kavitation? Nö. Verhindert man damit nicht. Kavitation tritt eigentlich auch nur auf, wenn ich sauge. Und das, ja, wenn ich sauge. Also ich habe mit vielen, vielen Pumpenentwicklern gesprochen. Die sind sich selber uneinig. Aber jemanden, ich habe mal mit jemandem gesprochen und der hat mir das sehr vernünftig erklärt, so dass ich das verstehen konnte. Bei den meisten bin ich ausgestiegen, aber das hörte sich sehr plausibel an und ich bin die gleiche Meinung wie er. Er sagt, das ist schwierig, eine Pumpe, die einen Eingangsdruck bekommt, in Kavitation zu fahren. Weil ich vorm Laufradmund muss ich den Druck so weit herabsetzen, dass ich in irgendwo einen Bereich komme, auf meinem Eingangsdruckmanometer von 0,98 bar, dass ich in Kavitation fahren kann. Also minus 1. Ne? Aber da kommt ein geiles Video zu, bin ich gerade dabei, das zusammenzuschneiden. Eigentlich ist es fast schon fertig. Wenn ihr mal einen Ausschnitt sehen wollt, könnt ihr mir Bescheid sagen, könnte ich einspielen. Druckbegrenzungsventil, ob das Sinn machen würde, ist direkt mit dem Schnellangriffsverteiler. Mit dem Schnellangriffsverteiler, mein Gott, würde es Sinn machen, den Schnellangriffsverteiler sofort mit einem Druckbegrenzungsventil auszustatten? Nein. Druckbegrenzungsventile setze ich immer dann ein, wenn ich Monitorbetrieb habe, also extremst hohe Ausgangsdrücke. Die Druckschwankungen, die ich habe bei Mannrohren, Zimmerbrand, B-Rohr, die sind so minimal in den Gesamtfluss, dass man die eigentlich nicht messen kann. Also ich konnte weder beim B-Rohr noch beim C-Rohr irgendwelche Druckschläge messen. Da hat das Druckbegrenzungsventil, selbst wenn ich es scharf an der Auslösungsgrenze eingestellt habe, nicht ausgelöst. Man muss sagen, Druckbegrenzungsventil, hatte ich letztes Mal schon gesagt, der erste Druckschlag flitzt immer dran vorbei. Der rasiert mir die folgenden Wellen, rasiert er mir so ein bisschen ab. Aber am Schnellangriffsverteiler ein Druckbegrenzungsventil einbauen würde ich nicht machen, aber bei Monitorbetrieb oder Wasserförderung lange Wegstrecke immer hinter der Pumpe einbauen. Das würde ich schon machen.
Jetzt hat der René Hesche gefragt, bekomme ich keine Kavitation, wenn mein Wasser bei keiner Entnahme zu heiß wird? Ja, das ist natürlich wieder so eine Geschichte. Also wenn ich eine Nullförderung habe, also die Pumpe läuft in eigenem Saft. Wann läuft die Pumpe im eigenen Saft? Der Angriffstrupp ist im Haus drin, gibt aktuell über sein C-Rohr kein Wasser ab und die Pumpe läuft die ganze Zeit im eigenen Saft und kein Wasser strömt nach. Frisch aus dem Hydranten oder frisch aus dem Tank oder wo auch immer her. Die Pumpe wird nicht gekühlt mit Wasser. Jetzt passiert Folgendes. Das Laufrad dreht sich ja verdammt schnell. Also ich sage jetzt mal eine Zahl 2500 Umdrehungen im Minute. Das ist, glaube ich, ein realistischer Wert, um 7 Bar Ausgangsdruck zu bekommen für einen Angriffstrupp, der irgendwo im zweiten OG ist. Jetzt läuft sich, also das Laufrad dreht sich verdammt schnell da drin und wenn sich irgendwas bewegt, entsteht ja immer Wärme. Und es entsteht so viel Wärme, dass das Wasser in der Pumpe anfangen kann zu kochen. Also 100 Grad oder halt auch noch mehr. So, und jetzt, gerade bei der Kavitation sieht es ja so aus, Kavitation entsteht ja, wenn der Dampfdruck unterschritten wird. Und die Dampfblasen von der Saugseite von der Bewegungsenergie in die Druckphase kommen. Dann entstehen Dampfblasen. Kann das entstehen bei Nullförderung? Bedingt, sage ich mal, ja, weil sich Wasser immer ein wenig in der Pumpe selber zirkuliert, also der Spaltring bei der Pumpe, der die Saug von der Druckseite abdichtet, hat einen gewissen Schlupf, so nenne ich es mal. Da geht immer minimal ein bisschen Wasser durch, aber ich glaube, das ist alles nicht spielentscheidend. Also ich glaube wirklich, wenn eine Pumpe im eigenen Saft läuft, wird sie nicht kaputt gehen durch Kavitation. Das würde auch Stunden dauern, bis die dann kaputt ist in Kavitation, Stunden. Aber was passieren würde ist, und das passiert sehr schnell, die Pumpe wird so heiß, dass die Dichtung kaputt gehen, sich irgendwelche Sachen in der Pumpe verformen, ich bin überlegen, ich glaube, das habe ich sogar hier. Ich habe ein Laufrad hier. Ja, warte mal eine Sekunde, gib mir noch mal einen Moment. Ich hole mal eben ein Laufrad. So, ich könnte mich ja noch hören. Jetzt bin ich hier hinten in meinem Lager. Ich habe das irgendwo in der Tüte drin gehabt. Ja, da habe ich jetzt. Ah. So. So, können wir von Höchstgen auf Stücksken. So, hier habe ich so ein Laufrad. Dann mache ich das denn jetzt. Sieht man das so einigermaßen? Ich glaube, ganz schlecht, ne? Okay, also. Boah, wenn ich jetzt die Pumpe hier rüber rub, ey, und da passiert irgendwas, dann könnt ihr alle lachen, weil das ist ja alle live. Okay, so. Jetzt gehe ich mal eben hin, gucke mal, wie ich dazu alle hinbekomme. So. Okay, pass auf. Ich gehe mal eben auf die andere Pumpe rüber oder auf die andere Kamera. Gib mir mal einen Moment für den Live-Umbau. So. Okay. Das sieht ja schon ganz gut aus. Und das Ding ist echt schwer, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass das Kindergeburtstag ist. So, jetzt sieht man das. Und jetzt brauche ich die andere Kameraeinstellung. So, ihr seht, ne? Ich mache alles dafür, um eure Fragen zu beantworten. Okay, so sieht es doch gut aus. Okay. Also, seid ihr noch da? Wenn ihr noch alle da seid, mal einen Daumen hoch. Wollt ihr alle hören, ne? Hier darf man die Lieferung arbeiten. Okay, da gebe ich gleich ein Ding zu. Seid ihr läuft der Chat noch? Ja, ne? War ich so lange raus hier? Irgendeiner da? Ah, okay. Okay, läuft doch. Ist er da. Okay, also. Zur Kavitation. Wenn eine Pumpe im eigenen Saft läuft, kann die Pumpe Kavitation laufen? Weiß ich nicht. Wenn sie es macht, egal, weil die Pumpe vorher kaputt geht, bevor die Kavitation die Pumpe irgendeinen Schaden zufügt. So nenne ich es mal. So, was passiert jetzt, wenn die Pumpe heiß läuft? Wir haben gerade gesagt, die Laufrad hier, da dreht sich da extrem schnell und da dreht sich dann so schnell hier im eigenen Saft, wenn ich hier die Niederschraubventile zu habe oder kein Wasser abgegeben werden, dass das Wasser hier in dem Pumpengehäuse extremst warm wird. Ja?
Und jetzt sieht es halt so aus. Hier ist der Spaltring. Ja, so hier. Jetzt so. Genau, da ist der Spaltring. Oder auch hier vorne zu sehen. Da. Ich muss immer gucken, wie ihr das sehen könnt. So, da ist der Spaltring. So, diesen Spaltring deute ich jetzt mal an. Der ist jetzt bei der Pumpe, besteht der Spaltring. Also, und auf den Spaltring kommen wir jetzt auch. Jetzt gehe ich mal eben wieder rüber. So, auf den Spaltring kommen wir jetzt auch zu sprechen, weil der Spaltring, der ist jetzt wichtig dabei, was eine Pumpe so macht bei Kavitation. Der ist jetzt in dem Fall hier, bei der Pumpe war der Spaltring, also dieser Ring, ist aus Edelstahl. Und das Laufrad, das ist aus Kavitation. Das Laufrad ist aus Aluminium. So, die beiden Dinger, die haben einen unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten. So, der Wasserspalt, der hier zwischen ist, also der Spalt vom Aluminium zum Spaltring hier, also zu diesem Edelstahlteil, ich hoffe, ich benenne das alles richtig, der ist zwischen 0,1 und 0,2 mm, also gut wie gar nichts. Ne? Weil man muss sich vorstellen, das Ding trennt halt den Druck von der Saugseite, sonst wird ja immer ein Kreislauf entstehen. Und das hier, nee, warte mal, das hier dehnt sich bedeutend schneller aus als das hier. Und dadurch, dass die halt einen unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten haben, berühren die sich irgendwann. So, und dann passiert halt Folgendes. Ich komme jetzt mal hier rüber. Ich gucke mal, ob die Kamera das scharf kriegt. Da sind mehrere Filter drauf. So, dann passiert Folgendes. Dann sieht das nachher anschließend so aus. Ja? Und hier kann man das auch nochmal sehen. Da sind ordentliche Riefen drin. Und ja, was sollte ich jetzt sagen? Durch dieses Heißlaufen der Pumpe haben die sich berührt, haben aneinander geschliffen, die sind normalerweise berührungslos, haben aneinander geschliffen und sind damit dann kaputt. Und das ist die große Gefahr, wenn ich eine Pumpe zu lange im eigenen Saft laufen lasse. Jetzt wurde gerade eine Frage gestellt, wie lange ist das? Wenige Minuten. Wenige Minuten. Ne? Und dann müsst ihr mal, und ja, was mache ich jetzt, ne, um das zu verhindern? Ich gehe einfach hin und mache eine Zirkulation. Oder wenn ich über ein Sammelstück bin und einen Monitor einspeise und der macht den Hahn auf oder wie auch immer, ist mir eigentlich egal. Ich gehe immer hin und mache einen Abgang auf, ganz minimal, dass so ganz minimal ein bisschen Wasser da raussuppt. So als wenn der undicht wäre und nicht richtig dicht wird. Wenn da so ein paar Liter die Minute rauslaufen, ist es egal, weil die Pumpe dann immer wieder gekühlt wird. Gut, habe ich die Frage damit beantwortet? Hoffe ich. Ich habe wieder sehr weit ausgeholt. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Gut, jetzt habe ich das nächste hier. Aber, mein Gott, was mir so ein bisschen zu denken aufgibt, ist ja, ne, egal was ihr mich fragt, ich habe irgendein Zeug, habe ich immer bei mir zu Hause. Ob es ein Verteiler ist, ein Laufrad, was durch Übertemperatur, ne, kaputt ist, eine Pumpe habe ich zu Hause. Ah, ja, viele, viele Dinge. Übrigens habe ich noch, aufpassen hier, ich habe noch so eine Pumpe, habe ich noch bei mir in der Garage stehen, die verleihe ich, ne, für Unterrichte, für Maschinistenausbildung und so, da könnt ihr euch bei mir melden und die verleihe ich. Ne? Da habe ich vollstes Vertrauen zu euch. Ja, jetzt zu Corona-Zeiten ja schwierig, aber wenn ihr mal eine Pumpe für Ausbildungszwecken braucht, sagt Bescheid. Bekommt ein kleines Buch mit dabei, könnt dann schön Text reinschreiben und könnt das dann eine andere Feuerwehr weitergeben. So, jetzt mache ich das mal wieder runter hier. So, okay. Jetzt muss ich erstmal wieder im Chat gucken hier. Jetzt hat eine Frage gestellt, ob die Fahrzeuge nicht automatisch bei 65 Grad selbstständig abblasen. Nein, nicht alle. Also das ist eine Zusatzfunktion, die muss ich kaufen. Die gibt es bei jedem Hersteller, soweit ich weiß. Die kann man dazu kaufen, aber die muss man dazu kaufen. Und dann sieht es so aus, dann ist in der Pumpe drin ein Thermoelement. Dieses Thermoelement misst die ganze Zeit eine Temperatur. Ne? Also ähnlich wie ja, Thermostat, so nenne ich es mal. Und wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist, 60, 70, je nachdem, was der Hersteller da eingibt, öffnet dieses Thermoventil. Und lässt dann halt neues Wasser in die Pumpe rein und kühlt damit die Pumpe. Aber, ja, ich werde immer so ein bisschen vorsichtig, ne? Weil die Dinger können auch mal kaputt sein oder so.
Ich gehe immer hin, mache ein bisschen den Abgang auf. Die ganz neuen Pumpen können es haben, müssen es aber nicht haben. Er wurde gerade gefragt, ob ich mit den Ersatzteilen, die ich zu Hause habe, eine komplette Pumpe bauen könnte. Nein, die sind alle aufgeschnitten oder kaputt, die Ersatzteile. Also alles, was hier drin ist, ist defekt. Druckbegrenzungsventil im Schaumeinsatz nutzen, macht das Sinn? Bei normalen Schaumrohren bis 400 Liter macht es keinen Sinn aus meiner Sicht. Also Druckbegrenzungsventile, da fange ich so an, 400 oder 800 Liter. Ich meine, das ist eine große Spannweite, aber da bewege ich mich in dem Bereich, weil also unter 800 Liter habe ich noch nie gesehen, dass ein Druckbegrenzungsventil so jetzt auslöst oder so. Außer bei einer langen Wegstrecke, ja. Also es gibt immer Ausnahmen, ne? Aber beim Schaumeinsatz ein Druckbegrenzungsventil einzubauen, um Überdrücke, also wie gesagt, ein Druckbegrenzungsventil begrenzt den Druck in einer Leitung. Er hat nichts mit Druckschlägen zu tun und da entstehen nicht so hohe Drücke. Was aber wichtig ist beim Schaumeinsatz auch, die Drücke sollen gar nicht erst so hoch sein. Also beim Mittelschaum guckt, dass ihr maximal, also wie ich maximal, also diese maximal 5 Bar im Rohr habt. Es ist irgendwie immer so Tenor. Es müssen mindestens 5 Bar Druck am Rohr sein. Und ich sage euch, beim Mittelschaumrohr maximal 5 Bar, weil sonst, wenn der Druck zu hoch ist, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Seifenblasending, wie bei den Kiddies. Da bläst man rein und wenn ich vernünftig mit einer vernünftigen Geschwindigkeit reinblase, dann kriege ich so eine dicke Blase. Wenn ich jetzt zu langsam reinblase, dann passiert da gar nichts, dann geht die Blase immer wieder zurück. Und wenn ich zu fest da reinblase, platzt die Blase. Und wenn ich jetzt mit zu viel Druck, ne, in das Schaumrohr reinfahre, in das Mittelschaumrohr, dann zerplatzen mir die Blasen vorne im Sieb. Ja, und deswegen sage ich maximal 5 Bar. Weil mir letztes Mal ein Hersteller gesagt, zwischen 2 oder zwischen 3 und 5 Bar oder 4 und 5 Bar ist der optimale Betriebsdruck. Peilt 5 Bar an, passt. Also, ob ich mit der Ultra Power 4 zufrieden bin? Ultra Power 4, ich weiß nicht, kennt ihr alle, ne, ist von Ziegler eine Pumpe, bin ich sehr mit zufrieden. Und du hast eine alte Ultra Power, dann hast du ja die 1, 2, 3. Und ihr sagt, ihr habt nur Probleme damit. Schreibt mal, was für Probleme du hast, vielleicht kann ich da helfen. Weil es treten halt sehr, sehr oft immer dieselben Probleme ein, dass zum Beispiel die Spritpumpe bei der Ultra Power kaputt geht. Ja, da ist ein Problem. Da liegt aber nicht daran, dass da eine scheiß Pumpe ist, sondern liegt einfach daran, dass sie zu wenig laufen. Ja? Da ist eine Pumpe vom Polo, meine ich drin, also eine Spritpumpe vom Polo. Und wenn du die alle 3 Monate einmal für 5 Minuten laufen lässt, hat die Pumpe keinen Bock drauf, dann geht die kaputt. Und darüber hinaus gibt es einen Drucksensor. Habe ich so ein Bild von den Dingen da? Nee, glaube ich, habe ich nicht mehr. Also er hat einen Drucksensor, der die Maximaldrehzahl oder die Drehzahl reduziert. Der ist unten am Pumpenlaufrad. Also solltet ihr irgendwann mal es nicht schaffen, mehr Gas zu geben, obwohl ihr einen Druck hattet vorher oder langsam. Solltet ihr es mal nicht schaffen, einen Ausgangsdruck größer 5 Bar zu bekommen, also der Drehregler, der ist im Leerlauf, dann ist euer Drucksensor, der die Drehzahlbegrenzung hat, kaputt. Und zwar der R.SCH hat gefragt, ob ich beim Ansaugen aus dem offenen Gewässer die Niederschraubventile zumache, bis ich Ausgangsdruck habe, oder ein wenig aufhabe, bis ich Ausgangsdruck habe. Und da ganz klar, ich habe das Niederschraubventil beim Ansaugen immer eine Umdrehung auf, damit ich die Feder, also das sind ja federbelastete Niederschraubventile, damit ich die Feder nutze. Ja, also im Prinzip, ach Gott, kommen wir nochmal mit der Pumpe. Vielleicht fliegt alles weg. So. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob der guckt. So, jetzt mache ich nochmal eben die Spezialkamera anders einstellen. Nein, zu viel. Da sieht man das, glaube ich. Okay, Niederschraubventil.
schraube mal eben hier die Eingangs- und Ausgangsdruckmanometer ab. Dann kann man das Niederschraubventil besser erkennen. Jetzt gehe ich hin und muss die Kamera umstellen. Kamera umstellen geht. So. Nö. Hat er nicht genommen. Ah, jetzt hat er. So, okay, alles klar. So. Niederschraubventil sieht man, ne? Ja, alles klar, wunderbar. So. Also, Niederschraubventil sehe ich ganz. Oh, wunderbar. So, jetzt mache ich das mal ganz zu. Niederschraubventil geschlossen. Ne? Und die Funktion vom Niederschraubventil ist ja eigentlich ganz einfach. Wasser kommt hier rein, drückt hier unten gegen den Ventilteller. Und wenn ich da zugeschraubt habe, ist er zu und bleibt auch zu. Jetzt kommt aber folgender Kniff. Ja, wenn ich ansaugen will und mache das ein wenig auf, also ich schraube jetzt dieses, oder den Ventilteller auf, kann man ja hier gut erkennen, bleibt der Ventilteller hier die ganze Zeit unten auf dem Ventilsitz sitzen. Ja? Und erst wenn Wasserdruck von unten kommt, macht er auf. Ja? So, Wasser von unten macht er auf. Sobald kein Wasser mehr kommt, kein Druck da ist, macht er automatisch zu. Gut, konnte man sehen. Ja, so. Und jetzt ist das halt so, ich persönlich gehe hin beim Ansaugen, mache den Ventilteller. So. So ist jetzt ganz zu. Mache den Ventilteller. Eine Umdrehung auf. Und lasse jetzt hier die Feder die ganze Zeit arbeiten. Ja, also im Prinzip, wenn ich jetzt Wasser ansauge und die Pumpe produziert einen Druck, geht der auf, lässt das Luft-Wasser-Gemisch, dann habe ich ja am Anfang eines Ansaugens immer das Luft-Wasser-Gemisch, lasse ich raus. Dann reißt meinetwegen die Saugsäule wieder ab, weil zu viel Luft reingesaugt wurde. Eine Feulisch-Kreiselpumpe kann maximal 3% Luftanteil mitfördern oder eine Kreiselpumpe allgemein. Das heißt, der Luftanteil ist zu hoch, hat er ja öfters. Ihr saugt an, ihr habt einen Ausgangsdruck, auf einmal ist die Säule wieder weg. Warum ist es so? Der Luftanteil war zu hoch. Dann geht der, so, was macht man im Normalfall? Oh, jetzt gehe ich hin, Niederschraubventil wieder ganz schnell zu. Nein, ich mache da gar nichts, weil ich habe es ja ein bisschen auf. Der schließt automatisch wieder, die Pumpe erzeugt wieder einen Unterdruck, Druckomat kommt, kann sich vernünftig erholen, sage ich jetzt mal, die Luft raustragen und dann kann ich ganz normal ansaugen. So, ich gehe hin beim Ansaugen. Pumpe einschalten, Drehzahl erhöhen, ein bisschen aufdrehen hier. Naja, nicht zu weit, weil wenn zu viel Wasser kommt, ist dann immer eine Unfallgefahr. Aber wenn ich so ein bisschen auf habe, gar kein Thema. Und warte dann halt so lange, bis die Pumpe vernünftig entlüftet hat und drehe anschließend das Niederschraubventil ganz auf und erhöhe gleichzeitig dann den Druck. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten und man konnte es verstehen. Gut, so, wenn ich jetzt da oben hingucke, wie sieht das aus? Mal gucken, so. Okay, ich bin hier abgeschnitten, aber ihr konntet, glaube ich, die Pumpe gut erkennen. Ah, ne, warte mal, ich brauche ja gar nicht da hinrennen. Ich kann ja jetzt hingehen und wieder umstellen. Oh, jetzt kommt... Alles klar. Pumpe wieder weg. So, jetzt muss ich mal wieder im Chat lesen. So, okay, jetzt eine gute Frage hier von F.R. Muss das Pumpengehäuse einer FPN auch im Sommer immer zwingend entwässert werden? So, und da gibt es ganz klare Aussagen von den Herstellern. Also ich kenne jetzt keinen Hersteller, der eine andere Aussage macht. Es gibt Pumpen, die haben eine spezielle Beschichtung. Da ist das nicht ganz so schlimm. Ich habe so ein Laufrad auch da, aber in der Garage. Und da laufe ich jetzt nicht hin. Das ist halt so eine schwarze spezielle Beschichtung. Da kann man die Pumpe andauernd unter Wasser stehen lassen. Aber sonst ganz klar nein. Warum nein? Ich hole mal wieder mein Laufrad hier. So, was passiert mit einer Pumpe, die ich ständig unter Wasser stehen lasse? Es kommt zu einem Fraß, so nenne ich es mal. Ich komme jetzt mal wieder näher ran. Man kann es vielleicht erkennen. Eine Pumpe, die immer unter Wasser steht, ja, die, warte mal, so, also eine Pumpe, die immer unter Wasser steht, die geht irgendwann kaputt, weil sich da Kalk draufsetzt und der Kalk zerfrisst die Pumpe. So, und das kann man hier, kann man das, mal sehen, also kann man das sehen. Warte mal, ich habe eine Lampe in der Tasche, mach doch mal ein bisschen heller.
So, man kann hier am Laufrad, auch krass, ey, Magic, ne? Das ist der Effekt von der Kamera, also das geht auch nicht, okay. Also man kann aber hier diese weißen Sachen überall sehen, ja? So, und wenn ich jetzt auf der anderen Seite gehe, habe ich das halt auch nochmal. Und diese Sachen, oder bei den Sachen, das sind Kalkpickel. Und diese Kalkpickel zerfressen dir das Laufrad. Und, warte, ich komme nochmal ein bisschen näher dran. Und ich habe ja hier auch Wuchtbohrungen. Ne? Laufräder haben. Ich brauche noch eine Nahaufnahmekamera. Also sieht man das? Nee, ne? Also wenn ich jetzt mit der Taschenlampe wieder drauf gehe, dann macht mein Chroma Key, der macht das automatisch weg. Das sieht man auch nicht. Ach, guck mal, so kann ich jetzt sehen. Da sind Wuchtbohrungen drin. Und diese Wuchtbohrungen sind dafür da, dass das Laufrad ja gewuchtet ist, wie so ein Autoreifen, was gewuchtet ist. Und wenn ich jetzt natürlich hier überall die dicken Pickel habe, die sich halt durch den Kalk bilden, sind die Dinger irgendwann nicht mehr in Wucht und dann merkt ihr das, wenn die Pumpe so komisch am Vibrieren ist. So, ich hoffe, damit kann ich die Frage auch ein bisschen beantworten. So, weiter geht's. Was haben wir denn da? Der Systemtrenner, nass gespritzt werden, im Sommer auch ganz, im Winter und mit Gefrierwasser, ja. Schwierig. Aber wenn ich einen Hydranten richtig spüle, habe ich die ersten paar hundert Liter da eh liegen. Ich finde trotzdem Systemtrenner gut wegen dem Trinkwasserschutz. Ne? Ich komme ja aus dem Gaswasserinstallateurbereich und ich trinke gerne Wasser aus einer Trinkwasserleitung. Das ist das mit bestkontrollierteste Lebensmittel, was regelmäßig kontrolliert wird. Und ich sage mal, ich finde das gut, dass wir das schützen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich meine, ich weiß, ich werde da viele Hater jetzt haben deswegen, aber mein Gott. Ja, ich habe die Frage, sollte man die Wassertanks im Fahrzeug mal reinigen? Ja, würde ich vorschlagen. Reinigen reicht aber spülen, dass sich die Schwebepartikel unten auf dem Boden absetzen. Außer, jetzt kommt wieder dieses Aber, ne? Ich habe irgendwann mal, keine Ahnung, Wasser aus dem offenen Gewässer da gelassen und habe dann extrem Algenwuchs drin. Da würde ich da mal mit dem Hochdruckreiniger durchgehen. Aber bei den Tanks, wo ich drin war, also wirklich, ich war im Tank drin, da oben ist ja Mannloch reinlaufen. Die sind von innen, haben die zwar so eine Rostschicht, aber ist egal. Und das, was aus dem Boden ist, ging halt beim ganz normalen Spülen raus, weil auf dem Boden halt diese Schwefelpartikel waren. Da war jetzt nichts Besonderes in dem Tank drin. Und das ist meine persönliche Meinung, oder das reicht, weil ein Tank niemals zur Trinkwasserförderung benutzt werden kann. Was halt viele sagen, man muss sich das einfach mal so vorstellen, viele sagen, ja, ich kann jetzt den Tank nutzen, um Trinkwasser zu transportieren. Nein, ich kann mit einem Wassertank nur maximal Brauchwasser transportieren, wo man sich mal den Kopf mitwaschen kann oder so, wenn der Tank dementsprechend gereinigt wurde, muss ich dazu sagen. Also nicht mit dem normalen Löschwasser, was da drin ist, sondern dann speziell reinigen. Warum kann ich das Wasser aus dem Tank nicht trinken, selbst wenn ich es gespült habe, selbst wenn ich es desinfiziert habe? Weil nichts bei unseren Fahrzeugtanks DVGW-konform ist. Ja, alles, was ich irgendwie mit Trinkwasser in Verbindung komme, muss DVGW geprüft sein. Und da geht es ja schon los, das Fett von der Pumpe ist nicht Trinkwasser geeignet. Und deswegen kommt das Trinkwasser schon mit was in Verbindung, was es nicht in Verbindung kommen darf. Aber da gibt es auch ganz viele Mythen. Meine persönliche Meinung, einfach mal drüber nachdenken. Wie gesagt, wenn ihr es anders macht oder es anders mit Wasserwerk abgesprochen habt. Ja. Okay. Jetzt habe ich also die nächste Frage, die ich jetzt mal aufgreifen will, die kam jetzt relativ frisch rein. Und zwar ging es halt darum, bei Nachlöscharbeiten immer die Pumpe an und wieder auszumachen oder ob es eine andere Lösung gibt. Es gibt eine andere Lösung und zwar gehe ich ja grundsätzlich hin bei Mannrohren und gehe über den Tankfüllschutzen und da gehe ich immer hin und mache die Tankzirkulationsleitung auf. Also im Prinzip, ich kann ja grundsätzlich, kann ich ja über die Pumpe den Tank befüllen, ja, auch wenn ich über ein Sammelstück bin. Und wenn ich über den Tankfüllstutzen bin, geht ja trotzdem das Wasser aus der Pumpe wieder in den Tank und dann lasse ich das zirkulieren, das Wasser. Und dass jetzt mein Tank, der 1600 Liter hat, zu heiß wird, unwahrscheinlich. Ja, so kühle ich dann immer meine Pumpe. Bei einer langen Schlauchstrecke
Ob es da sinnvoll ist, also bis zu den Rohren, bis zu den Strahlrohren, dazwischen nochmal eine TS zu packen. Und da muss man ganz klar sagen, es ist immer abhängig davon, wie viel Wasserabgabe ich habe. Wenn ich jetzt hingehe und nur C-Schläuche einsetze, kann die Strecke bis zu den, also von der Pumpe bis zu den Rohren sehr, sehr lang sein, weil die Druckverluste in einer B-Leitung bei 130 Liter eigentlich nicht messbar sind. Also da kann ich 500, 600, 700 Meter Leitung legen, da sehe ich so gut wie gar keinen Druckverlust. Ich hoffe, ich konnte damit die Frage ein bisschen beantworten. Ja, was halte ich vom Pump and Roll? Boah, da bin ich zwiegespaltener Meinung. Also immer wenn ich jetzt, also bei Pump and Roll, wer nicht kennt, das ist ja so, wenn ich bei einer Pumpe hingehe und einen Gang einlege oder die Handbremse löse oder nicht angezogen habe, kann ich die Pumpe nicht einschalten, weil der Nebenantrieb gesperrt ist. Und bei der Pump and Roll Funktion kann ich hingehen über einen separaten Taster und diese Sperre deaktivieren. Das heißt quasi, ich nehme den Nebenantrieb rein, drücke dann den Taster, hör mal, ich kann den Gang einlegen und ich kann die Bremse lösen und dann kann ich über einen Fußbuzzer, kann ich dann die Pumpe einschalten. Jetzt halt, und dann halt dementsprechend auch fahren. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt nur, ich kann nicht schnell fahren, weil je schneller ich fahre, desto schneller muss der Typ mit dem Rohr natürlich hinter dir herrennen. Ne? Und wenn du dann hinten einen Kameraden da die ganze Zeit mit 20 Stundenkilometer hinter dir herrennen lässt, findet der auch doof. Ne? Und deswegen muss ich sehr, sehr langsam fahren. Wenn ich aber sehr, sehr langsam fahre, ist der Druck aber nicht hoch. Selbst wenn ich eine ganz kleine Getriebeuntersetzung drin habe, den ersten Gang oder auf Automatik auch den ersten Gang oder. Ich finde immer, der Druck reicht eigentlich nicht aus. Ich persönlich gehe immer hin, bleib stehen, ziehe vorne den Nebenantrieb rein, guck dann im Spiegel, wenn der Kollege so mir die Hand zeigt, dann kann er seinen gewissen Bereich ablöschen, ganz in Ruhe. Dann gibt er mir ein Handzeichen, dann nehme ich von vorne die Pumpe wieder raus, lege den Gang ein, fahre ein Stück vor, nehme den Gang raus, Handbremse ein, Pumpe von vorne rein und gebe dann halt immer ein bisschen Fußgas. So, dass er sagt, alles klar, also ich gucke einmal, wie viel Gas muss ich geben, um einen ordentlichen Ausgangsdruck zu haben. Und dann gebe ich halt immer Gas mit dem Fuß, solange bis der da abgelöscht hat. Und wenn er lange, lange, lange löscht, dann gehe ich über die Drehzahlerhöhung. Also die meisten Autos, die kann man ja auch über eine Standdrehzahlerhöhung, weil ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber über den, über den Tempomaten, da kann ich ja die Drehzahl erhöhen. Und dann erhöhe ich dann über den Tempomaten die Drehzahl, so nenne ich es mal. Es gibt einen speziellen Ausdruck dafür. Und dann warte ich wieder, bis der sagt, pass mal auf, fahr ein Stück vor. Weil dieses Pump and Roll weiß ich nicht. Vielleicht mache ich auch was falsch, kann auch sein. Aber könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr Pump and Roll gut findet oder ob ihr immer noch dann den Gang rausnehmt und per Hand noch mal mehr Gas gebt im Stehen. Ja, also eine TSFW ist natürlich perfekt Pump and Roll fähig, das stimmt. Aber was ist denn ein FLF? Also da müsst ihr mal reinschreiben. FLF habe ich noch nie gehört. Ja, von Kapp-System habe ich letztes Mal schon gesagt. Kann ich so gar keine Aussage zu treffen, weil ich nie mitgearbeitet habe. Die einzige Sache, was mir mal einer gesagt hat, war, also die arbeiten seit mehreren Jahren damit und ist auch eine größere Feuerwehr. Und dann ist es halt so, dass die halt mit Wasser am Rohr vorgehen, bis sie halt das Feuer ja, entdecken. Und wenn die das Feuer dann entdeckt haben, gehen die dann hin und stellen auf Kapp um. Also dann mischen die den Schaum zu. Und bis dann der Schaum vorne dran ist, ist meistens das Feuer schon aus. Weil da dauert ja immer eine Zeit. Und deswegen hat er gesagt, ja, also Kapp super, wenn der Schaum super Löscheffekt und das fängt auch nicht wieder an zu brennen und. Aber in den meisten Fällen, bis der Schaum oben ist, ist das Feuer schon aus. Aber wie gesagt, ich persönlich habe mir da noch nie oder kann mir da keine Meinung zu bilden, weil ich nie mitgearbeitet habe. Was findet ihr denn am besten, das Fahrzeug? Also so ein Lieblingsfahrzeug? Also ich finde so einen voll geländegängigen RW1, ja, ein TLF, warte mal, ein RW1 auf TLF-Basis oder umgekehrt, TLF auf RW1-Basis, irgendwie so ein Ding, wo ich richtig mit dem Gelände rein bashen kann. Das finde ich richtig geil. Das ist so mein Lieblingsfahrzeug. Schön alt, da muss ich auch schalten. Das ist geil. Doppelhaarschaltung. Ah, das hat noch was.
Was natürlich auch richtig Spaß macht, das war mit dem HFS-System im Gelände zu fahren. Da hatte ich auch mal ein Video drüber gemacht. Das war schon, also das war, da war mit der geilste Lehrgang, den ich gemacht habe im Leben. Und da haben wir echt viel, viel, viel gelernt. Ich hatte auch schon mal bei Mercedes angefragt, ob die mal Lust haben, ein Video mit mir zu machen, dass ich halt so meine Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, auch mal ja, weitertragen kann, weil halt in diesem Lehrgang war es halt nicht möglich, so viel zu filmen, wie ich wollte. Aber das ist wichtig, ne? Also man wird oder man bekommt immer Fahrzeuge, die voll geländefähig sind, aber kann es selber gar nicht einsetzen. Zum Beispiel weiß ich, ich fahre den Berg hoch und diese ziehende Achse, die nachläuft, ja, also die nachlaufende Achse, die ist ja immer die stabilisierende Achse. So, ich fahre hoch, dann ist halt die nachlaufende Achse die Hinterachse. Aber wenn ich jetzt wieder rückwärts den Berg runterroll, ja, also ich fahre hoch, komme nicht hoch und laufe dann wieder zurück, ist ja die nachlaufende Achse die Vorderachse. Und die Achse sollte immer mit der Differentialsperre gesperrt sein, damit sich kein Rad schneller drehen kann als das andere, damit der nicht irgendwie seitlich ausbrechen kann. Und diese ganzen Tricks, und dann gibt es ja noch viel, viel mehr, oder wenn ich halt einen steilen Berg runterfahre, ist halt auch immer die Empfehlung, die Hinterachse zu sperren. Also Differentialsperre, wie das funktioniert, wisst ihr ja. Und ja, wer weiß sowas. Also vorher wusste ich das nicht. Und es ist mir auch immer schwer, mir irgendwelche Eselsbrücken zu bauen. Das ist eine geile Frage von Christian Nagel. Ob der Systemtrenner in der Praxis zu Druckverlusten führt? Ja, macht er. Also grundsätzlich ja. Der Systemtrenner darf ja bei 1600 Liter die Minute ein Bar Druckverlust haben. Ja, die haben die auch. Wahrscheinlich. Also nicht ganz, je nach Hersteller. Ne? Aber so viele Hersteller gibt es ja gar nicht. Jetzt muss man aber sagen, aber 1600 Liter Wasser ist Monitorbetrieb. Monitorbetrieb ist dann immer so eine Geschichte. Wenn ich mache mal ein Video, ich müsste ein Video haben. Habe ich ein Video? Wartet mal. Trainer speisen die LK ein, ja. Also ich habe, warte mal, seht ihr mich wieder nicht, ne? So, also ich habe ein Video, das spiele ich mal eben ein, dann guckt euch das mal gut an und danach sage ich was dazu, ja? Zu den Systemtrenner und die Druckverluste. Ich hoffe, das ist das richtige Video. Kann ich das vorher gucken? Nee, ne? Okay, ja, warte, andersrum, so, alles klar. Konnte man sehen, ne? Mach mal eben Daumen hoch, wenn das geklappt hat. Also ihr müsst mir noch ein bisschen zwischendurch mal so helfen, weil es echt schwierig. Oder die 1, wenn es geklappt hat. Ich habe gehört, Zahlen sind einfacher. Sauber, sauber. Danke für die Rückmeldung. Okay, also Systemtrenner, Druckverluste. Jetzt hat man hier in dem Fall gesehen, wir haben den Hydranten eingespeist und der Hydrant, der kann verdammt viel Wasser. Das ist ein Überflurhydrant gewesen, der hängt auf einer 100er Ringleitung, der bekommt von beiden Seiten Wasser. Und das sieht jetzt so aus, ich habe auch die Wasserabgabe in dem Fall gemessen und die lag bei 1680 Liter. So, und jetzt sieht es halt so aus, bei 1600 Liter, also ich sage jetzt einfach mal 1600 Liter, sieht es ja so aus, dass die Druckverluste pro B-Schlauch schon 0,5 bar sind. Bedeutet im Umkehrschluss, jetzt war in dem Aufbau der Systemtrenner, 20 Meter B-Schlauch direkt ins Sammelstück rein. Eingangsdruck 1,5 bar, Ausgangsdruck 16 bar. Ja? Weil ich ja grundsätzlich immer, wenn ich einen Monitorbetrieb fahre, immer über das Sammelstück reingehe. Na, damit ich den Vordruck vom Hydranten habe. Der Hydrant hat in Ruhe einen Druck von 6, 7 bar. So, und jetzt muss man sich einfach mal überlegen. Bei 1600 Liter ist das so, dass wenn ich vom Hydranten komme und hinten in das Sammelstück einspeise,
Bei zwei B-Schläuchen von der Länge her, also da war jetzt ein B-Schlauch von der Länge her, und wenn ich zwei B-Schläuche von der Länge her habe, dann lege ich schon eine Doppelleitung. Weil bei zwei B-Schläuchen habe ich schon einmal Druckverlust nur durch die Reibung, die vom Hydranten zum Fahrzeug kommt. Na, durch die 40 Meter B-Schlauch. Und deswegen gehe ich hier nochmal schon mal zwei B-Schläuche. So, um jetzt nochmal, also dann halt zwei Systemtrenner, eine Pumpe, also heute die Pumpfahrzeuge, die alle kommen. Da sieht so aus, der Systemtrenner, 1000 Liter Pumpenabgabe, also eine 10-1000, ein Systemtrenner, eine 10-2000, zwei Systemtrenner, eine 10-3000, drei Systemtrenner. Also habe ich in Zukunft immer genug Systemtrenner bei. In der Übergangszeit ist das immer so eine Sache, aber grundsätzlich habe ich irgendwann mal genug oder habe ich genug Systemtrenner bei. Das heißt, an beiden Abgängen beim Standrohr kommt dann Systemtrenner dran und dann lege ich eine Doppelleitung bis zum Sammelstück. Das ist bei extremst hohen Wasserabgaben und der Systemtrenner. Natürlich ist das nicht immer machbar, gar keine Frage. Man hat aber auch gesehen, da das jetzt ohne Probleme machbar war, eine Drehleiter einzuspeisen mit 1600 Liter Wasser mit einem Systemtrenner. Gar kein Problem. Wir sagen Leute, ja, aber unser Hydrant, der macht ja gar nicht so viel Druck. Ja, richtig. Aber wenn euer Hydrant gar nicht so viel Druck macht, gibt der auch gar nicht so viel Wasser ab. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich, sagen wir mal, 800 Liter Wasserabgabe habe, mein Gott, was ein schweres Wort oder Satz. Also, 1600 Liter Wasserabgabe, da wir haben ein Bar. Und wenn ich jetzt 800 Liter Wasserabgabe habe, dann hat der rein rechnerisch nur noch 0,25 Bar Druckverluste. Weil der Druckverlust nimmt ja zum Quadrat hin ab, um das Vierfache. Sagt man dazu rum? Also der Druckverlust ist vierfach geringer bei den halben Volumenstrom. So rum kann ich das sagen. Also 1600 Liter hat er einmal Druckverlust, bei 800 Liter hat er nur noch 0,25 Bar Druckverlust. Und darunter ist der Druckverlust schon nicht mehr messbar. Also, um jetzt die Frage ganz kurz und knapp zu beantworten, also ein Systemtrenner hat Druckverluste, ja. Kommt immer darauf an, was ich machen will. Der ist aber wirklich so gut schon ausgelegt. Die haben sich halt angelegt an die Norm für das Standrohr. Und ein Standrohr hat auch oder darf haben einmal Druckverlust bei einem Abgang bei 1600 Liter. Ich habe wieder sehr weit ausgeholt. Ne? Ich hoffe, man konnte das verstehen. Kommen wir zur nächsten Frage. Das ist halt die Frage wieder, alte Pumpe mit guter Technik oder Hightech-Pumpe. Meine Meinung ist ja ganz klar, also ich habe lieber alte Technik. Einzige, was ich noch dabei haben will, ist eine Pumpendruckregulierung, eine automatische, also dass der mir immer den Ausgangsdruck hält, und eine Tankniveauregulierung über den Tankfüllstutzen. Das ist für mich eine perfekte Pumpe, aber das hat Ziegler schon vor 20 Jahren gebaut, auch die anderen Hersteller. Ja, also ich weiß nur Ziegler, ich sag mal Schlingmann, Lendner, Rosenbauer, das haben die auch alles vor 20 Jahren schon gebaut und das finde ich eigentlich die perfekte Pumpe. Ach so, Löschwasserbehälter, jetzt war, ja, okay, also jetzt nochmal zu dir, Sascha. Mit den Löschwasserbehältern sinnvoll zu nutzen. Waldbränden, bei Tankpendelverkehr kannst du ein Ding hinknallen. Bei einer langen Wehstrecke würde ich einen Löschwasserbehälter zum Beispiel nehmen, wenn als letzten Punkt, ne, also sagen wir, ich habe eine Wasserförderung über lange Wehstrecke mit einer Wasserlieferung von 500 Litern. Mitten irgendwo im Wald, weil da keine Pumpen zwischen sind oder sonstiges. Und dann habe ich den Vorteil, wenn ich so einen großen Löschwasserbehälter dahin packe, aber da musst du ja auch schon 2, 3, 4, 5.000 Liter haben, dass ich die Pumpen einfach laufen lassen kann. Ich lasse die Pumpen immer laufen, sollte das Ding voll sein, lasse ich den Löschwasserbehälter sogar überlaufen. Dann ist halt da überall nass. Aber dann habe ich einmal, wenn sich eine lange Wehstrecke mit 5, 6 Pumpen einmal richtig eingespielt hat, dann stelle ich die auch nicht mehr ab, weil die läuft dann einfach. Das hatten wir mal gehabt beim Waldbrand. Boah, ich weiß ja gar nicht, was das war. War das Kreis Aachen oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da haben wir ja mit hier 4 HFS-Systemen eine 8 Kilometer lange Schlauchstrecke aufgebaut. Und da war es halt ähnlich. Wir haben einen See gepuffert. Und die Pumpen, die liefen halt einmal. Ich glaube, die wurden in einer Woche liefen die und die wurden nicht oft abgestellt. Also das waren immer nur irgendwie so Kleinigkeiten. Aber einmal angefahren und laufen lassen. Und ein Problem bei einer Wasserförderung lange Wegstrecke ist, wenn ich kleine Wasserabnahmen habe, B-Rohre zum Beispiel. Sagen wir, ich habe zwei B-Rohre. Ich habe eine Wasserförderung
800 Liter die Minute und ich schließe ein B-Rohr, habe ich ja sofort 50% Volumenstrom weniger. Und das heißt, ich habe sofort vierfach weniger Reibung. Das heißt, meine Pumpen fahren alle viel, viel höheren Druck. Und wenn ich dann direkt den Strahlrohrführer dran habe, der halt an einem anderen Rohr ist, hat der direkt 10 Bar mehr. Und das findet der schon nicht gut. Und deswegen würde ich halt bei solchen kleinen Wasserabgaben, nicht beim Monitorbetrieb, nur bei Mannrohren, ganz am Ende an der letzten Pumpe, an der Brandstelle quasi, würde ich einen offenen Behälter hinstellen, wo ich einfach das Wasser reinlaufen lasse. Und da würde ich hingehen und einfach mit der Pumpe neu ansaugen und meine Mannrohre mit versorgen. Gut, jetzt wurde ich ja gefragt, also jetzt zu der Selbstbaulösung, das jetzt die Standrohrhalterung kostet bei diversen Herstellern 800 Euro, ja, ob da halt eine Selbstbaulösung gut wäre. Die Sache ist halt immer bei diesen ganzen Selbstbaulösungen, bei den diversen Herstellern ist das Ding oft so teuer, weil er eine Zulassung hat für den Straßenverkehr, für die Haspel in der Kombination. Und da ist es halt immer schwierig, wenn ich jetzt selber mir was baue und warum auch immer fliegt das Standrohr weg und landet bei einer Windschutzscheibe, der hinter dir fährt. Kommt natürlich einer und guckt sie an, warum ist das so passiert. Und wenn dann jetzt einer sagt, hör mal, du hast das Ding da dran geschraubt selber, das war keine gute Idee, ist das immer schlecht. Und da ist halt immer, da bin ich immer zwiegespalten. Also wenn es jetzt darum geht, eine Halterung, die jetzt im Fahrzeug irgendwo verbaut ist oder so, wo ich jetzt ein Strahlrohr dran festmache, würde ich sagen, ist eine Selbstbaulösung noch okay. Meine persönliche Meinung. Aber irgendwas hinten auf der Haspel drauf zu hauen, schwierig. Also, ich werde jetzt den Stream langsam beenden. Ich hoffe, das hat euch alles gefallen heute. Ein bisschen länger geworden, als ich gedacht hatte. Ich wollte eigentlich so eine Stunde streamen. Ja, wie gesagt, ich gucke mal, ob ich die Streams jetzt Freitag oder Samstag mache, aber ich tendiere mehr so hin für Freitag, weil dann kann ich mich da noch ein bisschen länger drauf vorbereiten mit den Umprogrammieren und solche Sachen alle. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und dann sage ich bis zum nächsten Mal.